Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Walk of Die Replay von mir. Mein Name ist Bottom Reaper. Wir sind hier auf der Map Secret Valley und es spielen der Human Yumiko, den wir schon ziemlich oft gesehen haben, gegen Lucifer, der King der Undeads. Was der Grabby für Ork war, was Moon für Night Elf war, was solche Leute wie Todd für Human waren, das war Lucifer für Undead. Er war der King. Wobei ich immer noch sage, dass Deadman, der Russe, zwar nicht besser war, aber cooler war, weil der einen interessanten Spielstil hatte. Es war Lucifer einfach eine Maschine. Und der ist immer noch eine Maschine. Ich bin sehr gespannt, was der uns hier zeigt. Ich glaube, wir haben den ein paar Mal auch bei mir im Cast gesehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es ist ein Human Undead. Wir alle wissen, ich liebe dieses Matchup. So wie jeder Human es immer geliebt hat. Räusper, räusper, hust, hust. Und, naja, wie öffnet der Undead ziemlich standard auf dieser Map? Er öffnet mit der Ghoul Build Order, das heißt, wir werden keine Fiends sehen. Er wird am Anfang nicht versuchen, Flug zu machen, sondern mit dem Death Knight rumlaufen. Grab mal der Relikt, der wird sich sein Rod of Necromancy holen, versuchen unterwegs ein Schaf oder ein Schwein abzuschlachten und ihn zu opfern an Satan. Okay, gut, ich übertreibe wie immer. Und dann zwei Skelette aus dem zu holen und dann so ein bisschen zu arresten. Das heißt, er versucht, dem Human auf den Keks zu gehen, anstatt ihn mit Viehen zu bearbeiten. Aufgabe des Humans, verreck nicht. Ende. Wir wurden von Barney Stinson, wie man am Marathon läuft. Schritt 1, du fängst an zu laufen. Es gibt keinen Schritt 2. Genauso wie hier. Du versuchst zu überleben. Wer geht nicht? Wer kann man vom Human nicht erwarten? Dieses Matchup, vor allem auf dieser Map, ist ziemlich, naja. Ist egal. Hat allerdings natürlich immer noch die Möglichkeit, er kann Expansion First gehen, also Fast Expansion, was ich niemals irgendwem auch nur ansatzweise empfehlen würde, der nicht Ultra Pro ist. Also ich habe auf ziemlich hohem Niveau gespielt und glaubst mir, es geht fast immer schief. Fast immer und fast kontinuierlich geht schief. Man muss dafür richtig gut sein. Der Creep ist auf jeden Fall gewagt, aber interessant. Sehr interessant. Normalerweise rechnet der Death Knight zwar damit, aber er kommt nicht rechtzeitig an. Seht, er muss ein Schwein schlachten. Muss die Skette beschwören, muss warten, bis das Schwein zum Skett geworden ist. Jetzt geht's. Und in der Zwischenzeit ist der Creep durch. Dafür braucht man allerdings Militia-Support. Ohne Militia kommt er genau dann an, um einen den Creep zu klauen. Bringt einen aber, wie ihr gesehen habt, dennoch nicht auf Level 2. Empfehlen genau 12 Experience Points. Ja, die zweite Möglichkeit, die der Human natürlich hat, ist Fast Tech. Das habe ich immer gemacht. Denn wenn man auf Tier 1 bleibt, dann hat man nur Footies. Und irgendwann wird der Undead so oder so auf Tier 2 kommen, weil er das nur kann. Er kann nur Tier 2 kommen. Er hat keine Möglichkeit, Fast Expansion zu gehen. Und sobald Licht da ist, sind die Footmen einfach nutzlos. Das heißt, das Gold, das man in Footmen steckt, ist ab Tier 2 in der Regel dann weg. Und der Arschmitch gerade ziemlich gut den Death Knight hier im Griff halt. Mit seinen Claws for Deck plus 6, die ihm extrem viel bringen. Hust, hust. Oder gut. 4 Footies schon am Start, also sieht nicht nach Fast Tech aus. Sieht eher danach aus, als würde er für irgendwas sammeln. Zumal auch hier nichts geplant ist. Ja, den gönnt er sich. Na klar, er will natürlich den hier haben. Den genau Schläger. Den will er natürlich haben. Zwischenzeitlich kann er natürlich ein bisschen draufhauen auf den Arschmage. Wird hoffentlich gleich ein paar Skelettchen beschwören. Da liegt zumindest eine hübsche neue Leiche. Na, na, geht doch. Ich glaube nicht, dass er mit denen... Ja, da kommt die Death Call. Schön, die erste Experience abgestoppt. Sehr nett. Ja, da muss er hinterher. Der hätte den Folien nicht aufgreifen sollen. Das war ein wertvoller Experience Point. Oder das sind wertvolle Experience Points. Kommt er dann noch ran? Und... Nice. Nice. Sehr schön. Ja, man kann sehen, wie man will. Ein Skelett ist ein Skelett. Er hat davon nicht mehr viele. Wieder das Schwein. Sehr schön gemacht. Und währenddessen creept der Human einfach die Expansion nach Motto Swag YOLO. Ich habe den Hashtag vorher vergessen. Hashtag SpecYolo. Und dann sage ich, ja, mach ich einfach mal. Ich glaube, der Undead wird den holen. Dadurch wird er aber sein, das Vital Metal geht down. Sehr schön, hat er nicht bekommen. Ich fiebe natürlich immer für den Human mit. Jetzt allerdings die Ghule, die mitkommen. Da können die Militia nicht gut mitarbeiten. Schön, der Deathcoil. Natürlich die Militia jetzt alle zu normalen Arbeitern geworden. Und die Ghule, die zerfleddern ja einfach alles, was da ist. Es wird sehr, sehr schwierig werden. Allerdings gut, wie er zwei Footies hier auf den Death Knight draufgezogen hat, damit dieser übelst Schaden nimmt. Ihr vergesst nicht, oder ihr dürft nicht vergessen, Undead hat bis Tier 2 keine Möglichkeit, sich zu heilen. Also wirklich gar keine. Was der Ork an Healing Selves hat, was der Knight of an Moonwells und der Human an Scores of Regeneration hat, so hat der Undead gar nichts.
Geschieht dann auch recht. Sowieso scheiße OP die Rasse. Egal. Ja, Glass of Attack ist ganz okay. Kann später mit Lich und Orb of Corruption benutzt werden. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Das ist ein sehr wertvolles Item, falls es sich für Mountain King entscheidet. Blöd nur, dass gerade die Creeps sich entschlossen haben, dem Archmage auf die Nuss zu geben. Und nicht dem Death Knight. Death Knight ist mit Level 2 unterwegs, natürlich auch mit der Unholy Aura ein bisschen schneller. Ah. Paar Gude sollte abstauben. Sehr schön, den bekommen. Sehr, sehr gut gemacht. Umzingelt hat er den. Er läuft von einer Ecke in die nächste. Oh Gott, oh, das war so knapp. Hätte Lucifer ein bisschen besser aufgepasst, hätte den Surround können. Er hat die Unholy Aura, er ist schneller als der Archmage. Archmage ohne Boots unterwegs. Ja. Boots sind für den Arsch. Zumindest fängt die Expansion zu laufen, aber viel zu spät. Schaut euch mal die Zeit an. Wir sind gerade bei 1, wir sind gerade bei 2 Uhr. Das heißt, der Licht müsste gleich da sein. Ja, yep, ist gleich da. Das sind so kleine Timings, die man kennen muss. Das heißt, der Lucifer hat auch ein bisschen zu spät den Tech gestartet. Normalerweise müsste der so bei 2,5 spätestens draußen sein. Hat ein bisschen gepennt. Aber da kommt jetzt bei 3, wird er wahrscheinlich raushüpfen. Ja, yep, ziemlich genau. Er ist nicht wirklich viel. Holt sich Skull of Sacrifice. So heißt das Ding. Hab verschädelt. Damit kann man ein ganz kleines Stückchen Boden zum Undead-Boden machen. Denn auf Undead-Boden laufen die Undead-Einheit ein bisschen schneller, regenerieren sich ein bisschen schneller. Das ist nämlich das, was ich am Anfang gesagt habe, dass der Undead nicht zum Regenerieren hat. War vielleicht nicht ganz sichtig. Er hat den Boden. Der regeneriert den hier 3 HP pro Sekunde. Wow. Das ist nicht wirklich Heilung. Er muss natürlich das jetzt halten, aber der Licht ist jetzt da. Der Licht kommt angelaufen. Wir sehen es auf der Minimap. Und das wird nicht gut enden für die armen Footies. Die müssen irgendwas haben. Vor allem jetzt mit Crypt Fiends noch am Start. Da braucht der irgendwie ein Wunder und Free Experience für den Lich. Die ersten 21 XP sind schon mal da. Er braucht Guard Tower. Unbedingt. Gar keine Shots. Er kann hier nicht drin bleiben. Die erste Nova geht hier ziemlich hart rein. Einzelne Skelette werden hier jetzt gecastet. Sehr schön. Er hat immer noch natürlich seinen Rod of Necromancy, die auf dem Lich war. Der ist natürlich steht hier ganz hinten, versucht natürlich einzelne zu heilen, falls es denn soweit sein müsste. Natürlich hier auf die Crypt Fiend wird gleich was kommen, müsste er zumindest machen. Schöne weitere Nova, schöne Death Coil. Ja, keine Chance. Gar keine Chance für Newman. Schöner Surround, aber kommt da noch was? Da kommt gar nichts mehr, schade. Die Footies fallen einfach. Klar, die haben Defend Upgrade, das macht auch gut Damage an den Crypt Fiends, aber nicht gegen Frost Nova. Gar keine Chance. So viele Militia wie hier mit dazugenommen wurden. Ist ja jenseits von gut und böse. Guck ich das an. Hier ist niemand mehr im Holz. Er wird gleich tierische Holzprobleme haben. Aber tierische 42, 41. Er kann bald nicht mehr reparieren. Und er baut im Fast-Build auf. Das geht ja gar nicht. Der braucht natürlich HP. Wo bleibt der Mountain King? Tier 2 ist da. Mountain King. Wo ist der? Mountain King. Mountain King? Ach, er hat ja gar. Ich glaube, der hat gar kein Holz, um Mountain King zu bauen. Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, der hat. Ja, ich glaube, dafür braucht man 100. Ich möchte sagen 100. Ihr wisst es bestimmt. Schöne Nova, die einmal fett reingepfeffert wurde. Die Scores of Regenerations, die kosten ja auch alle immer. Genauso wie die Clarity Potion. Das ist alles Geld. Und das Gegenretten. Oh, Gottes Willen. Das ist so eine harte Beleidigung. So eine harte Belagerung. Footy läuft hier rum, ich natürlich schauen, was abgeht. Noch keine Meat Wagons am Start, das verwundert mich ein bisschen. Oh, der arme Footy, wird er. Nicht Footy, der. Deine Arbeiter. 12 HP, aber knapp. Die regenerieren aber ziemlich flott, ne? Könnt ihr sehen. Auf dem Boden, das hat schon was. Jetzt darf ich jetzt sich jetzt natürlich nur nicht lumpen lassen. Was macht er denn da? Was macht er denn da? Was macht er denn da? Ist der jetzt im Komplett-Tilt-Modus? Yubico, ich habe mehr erwartet. Was machst du denn da? Holy crap, da gehen 2 Stück mindestens flöten. Wenn nicht sogar 3. Das ist ja beim Hinlaufen. Oh Gott, war das. Oh. Was war das denn? Kurzschuss-Selektion Deluxe. 2 Stück unterwegs verloren, um in eine Undead-Basis zu laufen, ja. Oh, er hat unterwegs Panda geholt. Die Entscheidung finde ich dumm. Da finde ich Mountain King viel besser. Die Entscheidung finde ich dumm. Ja, das wird ihm nichts bringen. Da finde ich Mountain King besser. Wenn er auf Gude gegangen wäre, dann wäre Panda gut gewesen. Ja, aber sind zu viele Crypt Fiends da. Bolts auf Death Knight sind das Einzige, was ihn hätten retten können. Mit Bolts Surround oder solche Sachen. Aber lässt sein Panda surrounden. Yumiko, was machst du denn da? Eine Fehlaktion jagt hier die nächste. Da kann auch gerne die Obsidian Statue hier haben. Das war ja wohl Fail. Und natürlich der... Ja...
Hauptdamage kommt jetzt vielleicht nicht von der Schwarzen Zitadelle, aber das macht was aus. Und die ganzen Slow Tower und die Schwarze Zitadelle, das macht Slow. Ihr seht, die versuchen hier natürlich die einzelnen Arbeiter rauszupicken. Das ist gut. Aber keine Chance. Was macht er denn? Er hat ja alles verloren. Der Supply, was da war. Ja, richtig mies. 40 Supply zu 34 Supply. Ja, er kann jetzt auf Breaker gehen, so viel der will. Der wird auf Spellbreaker gehen, aber gar keine Chance. Null. Da ja, richtig, richtig daneben die Aktion. Level 2,5 Lich King mit Orb of Corruption gegen was. Level 3,5 Arschmage ohne irgendwas, ohne Stats. Und er wird da hart kassieren. Er hat Clarity gezündet, er wird hart kassieren. Er hat Clarity abgebrochen. Hat nichts an HP dazu bekommen. Aber harter Fail. Hart. Level 3 Lich könnte hier vielleicht sogar werden. Ja, yep, er wird hier Level 3. Das ist bitter. Level 3 Lich, Level 2 Frost Nova, das ist hart. Und plöpp. Ja, das wird nicht gut enden. Das ist sicher ein GG. Das alles passiert jetzt irgendwie ein Wunder. Das Wunder vom Secret Valley. So, vom Supply, lasst euch davon nicht lumpen. Supply sagen hier gar nichts mehr aus. Es geht jetzt nur noch um die Helden. Es ist ein Level 1 Pandaren Brewmaster, der nichts hat. Level 3 Arschmage, der keine HP hat. Ein Hero Focus und ein so ein Held geht down. Oh Gott, da hat sich den Pitlord geholt. Den habe ich ja seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Holt sich den Pitlord, er holt die XP, hat Greater die Greater Info Potion. Das ist. Und natürlich das Linehorn of Stormwind. Mit dem eiserne Einheit nochmal eine Rüstung mehr haben, was übelst viel ist eigentlich. Von 0 auf 6%, das ist schon ordentlich. Ja, jetzt kommt die große Belagerung. 55 Supply, er muss sogar über die Grenze gehen. Und ist am Arsch der Welt. Möchte natürlich sein Level irgendwie künstlich anheben. Aber nach dem Spot wird er hart kaputt sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut für ihn ausgeht. Und schönes Raid of Fire vom Pitlord. Ich hoffe, ihr könnt es nochmal sehen. Komm, cast das, Junge. Caste dein Rain of Fire. Sehr schön. Und da geht's down. Fire rains down from the sky. Ja. Na, was droppt hier? Der könnte was Interessantes droppen, aber nicht was in das Spiel. Der Leon des Mutes. Ja, da gibt's bessere. Oh, wie hier einfach alles down geht. Wie der Mann, der das einfach Spaß bereitet, Damage zu machen. Alter Schwede. Ja, Pitlord hat sehr interessantes Ultimate. Ich glaube nicht, dass wir das bis Level 6 sehen werden, aber der hat ein sehr interessantes. Meiner Meinung nach eines der stärksten Ultis eigentlich im Spiel, was man es mal so nimmt. Aber na gut. Da kommt der Port mit einer halb angeschlagenen Mortal-Mantel. Was will er machen? Schön Fressi-Fressi geben für die Destroyer. Die machen scheinbar noch kein Fressi-Fressi, was auch immer das hier werden sollte. Spellbreaker natürlich am Start sind natürlich absolut Magie-immun, das heißt also immun gegen sämtliche Coils und Novas, aber das ist natürlich nur der größere Fehler, dass er jetzt auf die Helden gehen kann ohne Problem. Surround-Versuch auf dem Pitlord macht er mittlerweile Splash-Damage. Ah, der nächste Breaker geht hier lang. Ich glaube, der macht Splash-Damage. Sieht man an dem grünen Glips um die Waffe, das ist Splash. Gyrocopter kommt viel zu spät an, dafür sind jetzt schon zwei Destroyer da, dafür braucht er mindestens 5 oder 6 Gyrocopter. GG. Alter Schwede, was war das denn von Yumiko? Da habe ich ja besser erwartet. Alter Schwede. Ja, man sieht einfach, wenn man einmal die falsche Entscheidung trifft und man geht hier creepen und holt sich diese Expansion und dann schafft man es nicht rechtzeitig, das zu kontrollieren, hat zu viele Footies, wie auch immer. Das ist dann so ein Schneeballeffekt, ne? Also, das ist dann hart. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal, Jungs, und ciao, ciao.